Hallo Leute und willkommen hier heute mal wieder zu einer neuen Folge von Plug Inc. Ja, in der heutigen Folge werden wir den Necroa-Virus spielen. Nicht klassifiziert, extrem regenerative Fähigkeiten angenommen. Und ja, ich würde sagen, lahm mir gar nicht warum und ja, legen wir direkt los. Let's go. Gut, dann gehen wir auf Fortfahren. Fortfahren und Zombie-Virus habe ich schon eingegeben. Und spielen. Willkommen bei Plug Inc. Das machen wir wie immer. Und boah, wo gehen wir hin? Afghanistan, Russland, Kasachstan, China, Indien hat immer gut funktioniert. Ja komm, lass mal nach Saudi-Arabien. Okay, zack. Zombie-Virus befällt Saudi-Arabien. Okay. Zombie-Virus befällt... Oh mein Gott, es kommt so auf einmal. Zombie-Virus ist ein Necroa-Virus. Es verfügt über extreme regenerative Fähigkeiten und aggressiven Stoffwechselbedarf. Der Großteil seiner genetischen Struktur bleibt rätselhaft. Okay, was haben wir hier? Okay, das ist ja anders. Das ist auch anders. Okay, das ist ähnlich. Okay. Gut, ich würde sagen, als erstes Übertragung. Virus dringt im Blutkreislauf ein. Blut ist jetzt ein Krankheitsüberträger. Arme Länder sind besonders betroffen. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal rein. Speichel. Ja gut, dann warten wir mal noch auf Speichel. Ich glaube, Speichel ist auch ganz nice. Oder... denke ich jetzt zumindest mal. So, DNS-Blasen, ja. Vano-Necro-Virus identifiziert. Ah ja. Okay. 6 Leute sind infiziert. Ich hoffe, das werden mehr. Okay. 8, nee, ein Punkt fehlt, glaube ich, noch. 9 waren es, glaube ich, für Speichel. Okay, ich glaube, Speichel können aber... Also, es hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Es beginnt sich auszubreiten. Ja, würde ich auch hoffen. So, gib mir jetzt noch einen Point, bitte. Danke. Nee, es hätte sogar nur 7 gekostet. Ja, egal. Okay, dann... würde ich sagen, warten wir ein bisschen. Was gibt es als nächstes? Blut. Luft. Ja, okay, dann warten wir mal auf 8 Punkte und gehen auf Luft. 8 Punkte sollten wir ja hinbekommen. Okay, wir sind jetzt bei 30 Leuten, nenne ich mal. Also es geht mal noch nicht so ab. Ich hoffe, das wird jetzt dann so langsam mal ein bisschen mehr. So. Okay, wir haben 10 Punkte. Würde ich sagen, gehen wir... oder auf... ja, komm, wir gehen einfach mal auf Luft. Und dann... was gibt's hier noch? Virus kann sich im Magen und Darm replizieren. Ja, okay, ich glaube, das hört sich auch ganz nice an. Es steigert schon ordentlich die Ansteckungsgefahr. Ich glaube, das nehmen wir als nächstes. Wie viel kostet das? 11. Okay. Würde ich sagen, gehen wir als nächstes drauf. Häufige Stürme und Wetter. Kapriolen. Okay. So. 11 Points wird ja irgendwie möglich sein. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall mal auf zweifache Geschwindigkeit, sonst dauert das Ganze noch ewig. Yep, das wissen wir. Okay. Oh, wir haben 10. Okay, wir infizieren Hunderte. Das ist schon mal gut. Ja, let's go. Okay. Das da hier. So, dann, hier kommt auch noch was. Ja, schauen wir mal. Griechenland erwägt Austritt. Ich würde sagen, wir warten einfach mal auf ein paar Points, bis wir ein paar Points bekommen. Okay, okay. Boah. Okay, 11 Points, was können wir entwickeln? Speichel 2, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ah, oh, da gibt es jetzt Wasser, habe ich gerade gesehen. Wir können jetzt Wasser entwickeln. Okay, nice. Okay, es kommt random einfach englische Nachricht. Perfekt. Okay, Tausende sind infiziert oder wir infizieren Tausende. So, wie viel kostet Wasser? 10, okay, dann mit 10 würde ich sagen, gehen wir direkt in Wasser rein. Weil ich glaube, Wasser ist halt wirklich immer mit am wichtigsten für Grönland. Weil Grönland kriegt man einfach nie infiziert gefühlt. So, zack. Wasser, let's go. So. Dann würde ich sagen, müssen wir demnächst gut, also jetzt einfach mal ein bisschen das Game machen lassen, würde ich sagen. Und hauptsächlich in Dinge reingehen, schätze ich. Oh, let's go. Okay, jetzt geht es ein bisschen ab. Arznei wahrscheinlich jetzt dann demnächst mal reingehen, weil Arznei wird in Europa wie immer Probleme machen. Und in den USA natürlich auch. Oh, haben wir schon genügend Points? Oh ja, let's go. So.
Okay, und dann können wir noch Kälte, denke ich, machen. 5 Points. Ich bin nur gespannt, ob das auch mutiert oder so. Also, ob das Mutieren dann uns kostet, wenn wir es rückentwickeln, oder ob wir nochmal was dafür bekommen, wenn wir es rückentwickeln. Das wäre natürlich nice, aber. Ach. Es kommt drauf an, ist ja nicht immer so. Okay, jetzt haben wir noch Kälte. Jetzt glaube ich, sollten wir so eigentlich mal so unsere Basics haben. Okay. Ja, schön. Gib mir die Points. Neue Rückgang in städtischer Bevölkerungsdichte. Okay, schön. Jo, okay, es eskaliert komplett. Aber wir haben trotzdem nur 16 Points dadurch jetzt bekommen. Ich will noch ein bisschen mehr, das wäre auf jeden Fall mal nett. Arznei, ja, 23, das können wir uns, glaube ich, sparen. Ich glaube, das geht auch ohne Symptome. Übertragung, ja, gut, ich meine. Ja, jetzt schauen wir mal, wenn wir nirgends nicht mehr hier hochkommen oder so, machen wir vielleicht mal noch Wasser 2. Das könnte man vielleicht noch machen. Aber ich glaube, prinzipiell sollten wir jetzt schon mal ein bisschen weiter infizieren. Also ich hoffe es zumindest mal. Okay, hier in Zentralasien geht es ja schon mal komplett ab. In China geht es noch relativ gut. Grönland hat wie immer noch gar nichts. Grönland ist wirklich immer das Schlimmste. Australien geht immer irgendwie. Japan und die Inseln gehen immer irgendwie, aber. Och, Digga, ist mutiert. Aber Grönland ist gefühlt immer unmöglich. Symptome, Schlafstörung. Och, Digga, es kostet uns natürlich was. Ja, aber müssen wir machen, sonst sind wir instant entdeckt. Okay. 32 Points. So. Zack. So. Verbreiten wir uns eigentlich noch, oder? Ach, schon wieder mutiert. Hallo, wie schnell mutiert das denn? Ja, müssen wir halt auch rückentwickeln, ne? 8 Punkte sind halt schon schmerzhaft eigentlich. So. Junge, wie schnell mutiert das? Komplett verarschen, dieses Spiel. Okay, wartet mal. So, ich hoffe einfach, dass wir jetzt schnell genug alles infizieren. Wir müssen einfach nach Grönland kommen. Das ist das Wichtigste. Irgendwie nach Grönland. Junge, wie schnell mutiert das? Ja, ich muss es rückentwickeln. Sonst haben wir es jetzt schon verloren. Achso, wir können ja auch irgendwie auf diese Zombies gehen, ne? Ich glaube, können die auch geheilt werden? Oder sind wir schon Zombies? Ja gut, ich habe keine Punkte mehr, um das jetzt zurückzuentwickeln. Das geht jetzt halt nicht mehr, ne? Ja, ich kann es nicht mehr rückentwickeln. Es kostet jetzt 12 oder so, ne? Ich kann es nicht machen. Das hoffe ich einfach. Okay, wir haben wenigstens mal Grönland infiziert. Auch wenn es nur einer ist, aber wir haben es infiziert. Ägypten, Heilmittelforschung. Ja, gut, hier. Ja, ich weiß. Hallo. So. Mann, jetzt bin ich wieder ein bisschen pissed auf das Game, weil das so schnell mutiert. Wissenschaftlich beunruhigt über Virus. Ja, wird mich auch beunruhigen, so ein Virus. Russland schließt Flughäfen. Ja. Ist alles gut. Junge, Kanada und USA macht auch noch gar nichts. Und Grönland gar nichts. 3 Leute. Wow. So. Ich sag, bei 50% Heilmittel gehen wir, glaube ich, rein. Oder sagen wir mal, ja, über 50%. Aber Leute, es geht schneller, als ihr denkt. Okay, wir haben mal 31 Points, um irgendwas zu skillen bei den Zombies. Ich hoffe, das ist irgendwie was, dass man auch da, ne? Es ist genügend, dass man da was Ordentliches skillen kann. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es noch nie gespielt. Zumindest nicht richtig. Wie gesagt, auf Mobile habe ich ja schon mal gespielt. Das ganze Game. Aber ich glaube, das gab es dann mit den Zombies gar nicht. Glaube ich. Okay, 50%. Ja, gut, ich glaube, wir gehen jetzt mal rein hier in. Das da hier. Das da hier. Ist das da Koma? Ah, okay. Es verlamsangt. Das ist schon mal gut, dass es verlamsangt. Okay, was ist das? Ah, Zombies. Okay, das ist das. Wie viel brauchen wir dafür? 14. Oh, let's go. Okay, let's go.
Let's go. Okay, Forschungsgeschwindigkeit wurde jetzt nicht so krass gesenkt dadurch. Habe ich mir krasser vorgestellt. Oh mein Gott, wir kriegen keine Points mehr, Leute. Nicht schon wieder das gleiche Problem. Nicht im Ernst jetzt. Hallo, warum breiten wir uns nicht mehr aus? Gib mir einen Punkt. Jetzt lass es nicht schon wieder ein Punkt sein, Spiel. Das kannst du keinem erzählen. Das könnt ihr keinem erzählen. Mir fehlt ein Punkt, um Zombies zu werden. Oh mein Gott, wir sind Zombies. Okay, wir sind aber, wir haben Zombies. Es sind einige tot und wir haben einige Zombies. Okay, wir haben 300.000, 400.000, 500.000 Zombies. Okay. Wir haben einige Zombies. Wir haben einige Zombies, Leute. Zombie-Virus verwandelt Menschen in Zombies. Ja. Aber wir sind zu wenig Zombies, um dass wir irgendwas ausrichten können gegen die ganze Welt, glaube ich. Weil, ich meine, 5 Millionen Zombies, 6 Millionen ist nichts. ZCOM-Projekt in Schweden gestartet. Och nein, nicht irgend so eine. Och. Was für ein Projekt jetzt schon wieder? Mann, ich dachte, jetzt kann ich einfach alles erobern und irgendwelche Zombies dir beschwören. Mein Gott. Ja, okay. Kann ich jetzt irgendwie bei den Zombies irgendwas entwickeln? Speichel. Ja, okay, das hört sich mal ganz nice an. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal. Jetzt hoffen wir, dass auch irgendwas passiert mit den Zombies. Hey, warum werden es jetzt wieder weniger Zombies? Hallo, warum werden es jetzt wieder weniger Zombies? Ah, es werden wieder mehr, okay. Ich dachte gerade, es geht zurück oder so. Ich hatte kurz Schiss, okay, was kann ich jetzt hier eigentlich machen mit den Zombies? Kann ich jetzt hier irgendwie irgendwas machen? Oder hier fähig. Oh, ah, okay, hier hat es was Neues. Hordentrieb, aktive Fähigkeit lässt Zombies Horden bilden, in denen sie über Land und Wasser meiner neue Länder angreifen. Aktive Fähigkeit ermöglichen. Jetzt im Gehirn von reanimieren. Okay. Virus verlangsamt Ausstoß und Verdauungsenzyme. Es verlangsamt den Verwesungsprozess. Ja, ich glaube, das hört sich nice an. 8 Points brauchen wir dafür, aber die Zombies machen irgendwie nicht so viel bisher. Okay, ich höre irgendwelche Schüsse. Okay. Die Zombies breiten sich aus. Das ist gut. Das ist gut. Aber diese Dinger da. Pferden können nicht vor Zombie-Virus schützen. Okay. Ja, alles gut. Müssen sie auch nicht. Ich will nur mehr hier Leute infizieren. Zombies werden vernichten Afghanistan. Ja. Nein, nicht schon wieder dieses Flugzeug. Was kann ich gegen solche Dinger machen? Ja, ich glaube, das ist aber gut gegen tote Zombies, oder? Wenn die Zombies tot sind, oder diese Leute tot sind, so Leute tot sind, dann. Okay. Aber die Zombies breiten sich weiter immer noch aus. Das ist schon mal gut. Kommandobasis in Island. Okay, aber wir werden hier ein bisschen. Wir kommen ein bisschen voran. Okay, wir können jetzt dieses Ding hier machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das ist gut. Okay. 300 Millionen sind wir mit der Zeit. Warum gehen wir so? Ja, hallo? Warum sind wir so wenig zu. Hallo? Hä? Warum haben wir keine Zombies? Hä? Warum sind wir jetzt keine Zombies mehr? Hä? Hä? Ich kapiere diesen Modus nicht, Leute. Hä? Warum sind. Wir hatten so viele Zombies und random gar keine mehr.
Die es gibt ja gar keinen Sinn. Okay, Leute. Ja, okay, beenden. Also, Leute, wenn ihr wollt, dass ich das Ganze nochmal spiele mit diesem Virus, schreibt es in die Kommentare und lasst sehr gerne ein Like oder ein Abo da. Ich habe mein Bestes gegeben, aber das ist krasser, als ich dachte. Und ich glaube auch komplexer, als ich dachte. Ja, Leute, wenn ihr, wie gesagt, mehr davon sehen wollt, sagt mir Bescheid. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, ciao.